Ja, hallo meine Lieben, heute gibt es einen XXL-Haul von Sergeant Major oder Sergeant Major und H&M. Ja, ich fange mal an mit Sergeant Major. Ich nenne sie jetzt mal Sergeant Major. Das ist eine ganz süße kleine französische Boutique bei uns im Rhein-Center hier in Köln und die haben echt tolle Sachen. Vor allem haben die sehr häufig Aktionen und das finde ich besonders toll. Und dann habe ich nämlich Preise wie bei H&M und teilweise sogar noch günstiger. Ja? Also ich zeige euch jetzt mal das. Das hat er schon ein paar Mal angezogen. Das hat er jetzt ungefähr seit 3 Wochen und das ist ganz toll. Ja, also schaut euch das mal an. Das ist echt total süß und hinten hier auch nochmal. Also ich mag das einfach. Die haben immer so, ja, so schöne Applikationen und so ganz feine Farben und Stoffe und das ist irgendwie, die haben es irgendwie echt drauf. Es ist nochmal was anderes als H&M. Das ist auch total süß. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Hier auch nochmal abgesetzt. Und von innen, das finde ich auch mal toll bei Sergeant Major, die haben immer von innen nochmal dieselbe Farbe in den Nähten nochmal drin. Das finde ich echt toll. Und die Sachen sitzen echt immer ganz, ganz toll bei dem kleinen Mohr. Ja, hier sieht man das auch. 50%. Also das kostet normalerweise 21 Euro, nur dieser Plunder. Ja, jetzt haben wir den bekommen. Minus 50%. Und da wir eine Aktion noch hatten, weil wir Kunde sind dort, man meldet sich da einfach an der Kasse, ne? Kriegst du dann nochmal, das war irgendwie nochmal irgendwie 20% runter. Also ich glaube, das ganze Ding hat irgendwie nur so 7, 8 Euro gekostet. Und das ist echt sowas von süß. Vor allem, weil das auch so hellblau ist. Ja, und das passt ganz gut. Das nehmen wir mit alles, wenn wir jetzt in den Urlaub fahren. Aber dazu gibt es auch ein extra Urlaubsvideo. Dann haben wir noch das hier. Auch passend für den Noah, weil wir für den Urlaub auch hier wieder 30%, wie man sieht, und das kostet normalerweise, sehe ich hier, 14,99 €. Ja, minus 30% und da ging auch nochmal irgendwas runter. Aber als Tipp von mir, kauft die Sachen lieber eine Nummer größer. Also eine Nummer hat ja normalerweise eine 98 und diese französische Größe, die ist ein bisschen kleiner, vor allem die Hosen. Also da würde ich immer, wenn euer Kind eine 98 hat, kauft lieber eine 104 und dann einmal lieber in den Trockner stecken. Ja, ein süßes Hemd hier, auch hier wieder ganz toll verarbeitet, hier nochmal immer mit so orangenen Nähten abgesetzt, innen drin, was ich auch ganz schick finde, wenn man das Ärmchen umkrempelt, was ja auch immer so cool ist, ne? So Ärmel hochkrempeln, da stehe ich ja voll drauf bei Jungs, das ist auch nochmal hier richtig schön gemacht, hinten drauf auch nochmal was drauf gedruckt und ja, vorne diese Tasche. Es ist einfach super süß gemacht, also ich finde das echt richtig schick. Die Sachen sind einfach schick. Ja, und immer wenn wir was dem Kleinen anziehen von Sergeant Major, wird er immer angesprochen auf seine schönen Klamotten. Hier auch nochmal. Also gefällt mir echt gut. Auch hier wieder 30%. Also das lohnt sich dann. Hier auch nochmal ein cooler Pulli. Ne? Da kann er die Hände vorne reinstecken und hinten mit so einem Bauwau. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Bauwau. Ja, das ist ein ganz normaler Basic Pullover und hier kommt nochmal eine passende coole Hose zu dem einen Hemd, auch mit dem orangenen abgesetzt hier an den Seiten. Coole Taschen, ja. Hinten auch nochmal coole Taschen und diese Druckerei und unten am Hosenbündchen auch nochmal. Es wiederholt sich dann halt, dass überall jeweils dieses Orangene, die Nähte aufkommen. Ja, es ist eine sehr schöne Hose, ein schöner Stoff, nicht zu dick. Das mag ich nämlich nicht. Weil der kleine Noah, der, ihr wisst ja bei euren Kindern ja auch, die toben halt viel und müssen sich bewegen können. Und ja, am liebsten ziehe ich dem Kleinen ja eh irgendwie so eine Jogjeans an oder so einen Jogger an, damit der toben kann. Aber bei der hier ist es ein bisschen schicker und ist auf jeden Fall sehr schön. Die Hose kostet 25 Euro und da ging auch nochmal 30% runter. Ja, ich glaube, irgendwas ist noch in der Waschmaschine. Genau, eine kurze Hose in so Khaki, auch nochmal mit diesen Orangen. Das war auch noch dabei. Ja, ganz schicke Sachen. Und jetzt kommen wir zu H&M. Der kleine Noah hat nämlich einen mega, mega Schuss gemacht und ich musste jetzt wirklich den ganzen Kleiderschrank einmal, ja, ich warte dann immer, bis es nicht mehr geht und jetzt musste ich einmal den kompletten Kleiderschrank einmal, ja, erneuern. Und das ist eine coole, kurze Butz, ne? Schön hier auf, ja, lässig runterhängend und kann man noch ein bisschen hochkrempeln, finde ich auch sehr cool. Boah, ich muss gleich erstmal alle Preisschilder abmachen, weil das kommt jetzt noch alles in die Waschmaschine. Dann haben wir hier eine richtig coole Jogjeans, Leute. Schaut euch das mal an. Hinten auch. Also, ne, der Papa hat nämlich irgendwie dieselbe von Replay ungefähr. Die sieht genauso aus irgendwie. Und hier unten auch nochmal mit so einem geilen Bündchen. Ja, und mir ist auch mal persönlich wichtig, dass ich die Hose schnell runterziehen kann, schnell wieder hochziehen
ziehen kann, ohne dass man, ja, wie bei uns Frauen, in die Skinny Jeans sich zwängen muss. Wegen der Pampers muss das alles schnell gehen. Ja, coole Taschen, hier oben ein Bündchen und ohne Knopf, ohne alles. Einfach nur Stylo Milo, kostet 19,99 in der 98, ja. 98 ist sowieso so eine Größe, mir ist aufgefallen, da ist das Schöne immer ratzifatzi vergriffen. Und noch eine coole Jogjeans, hier oben auch nochmal mit einem sehr elastischen Bündchen, hinten mit einer coolen Tasche und unten nochmal, yeah, kostet auch 9,99 €. Richtig cool, ne? Ich liebe diese Hose, ich mag das. Der sieht immer so cool aus. Und dann ein Hemdchen drüber oder ein Poloshirt. Sieht immer toll aus. Dann habe ich noch eine Hose in der Farbe hier, weil ich das mag. Ich liebe das, wenn nur so türkise Farben man hat oder sowas Mintgrünes anhat oder Rot. Ich liebe auch sehr gerne Rot an nur. Ja, 9,99 €. Einen ganzen Schwung Poloshirts. Boah, und ich fange erst an mit den normalen T-Shirts und dann komme ich zu den Polo-Shirts. Ja, das ist natürlich cool hier, ne? Passen natürlich auch zu den Jeanshosen oder zu der kurzen Hose. Ja, hier nochmal Venice Beach. Ich habe ja so eine Macke, ich kann nicht Sachen kaufen oder so, wenn da so Orte draufstehen, wenn ich noch nicht da gewesen bin. Jetzt war zwar der Noah noch nicht in Venice Beach, aber da wir ja mal auf der Hochzeitsreise in Kalifornien waren und auch am Venice Beach sogar joggen waren, konnte ich ihm was kaufen. Das ist voll die Macke. Ich kann das nicht kaufen, wenn da irgendwie was, wenn da steht Tokio oder so. Ich war noch nie in Tokio, kann ich das nicht kaufen. Verrückt. Egal. Hier auch nochmal, auch ein Ort unserer Hochzeitsreise, Palm Springs, da waren wir auch gewesen und deswegen konnte ich mir das auch kaufen. Und das finde ich voll schön, weil das hat diesen schönen Stoff hier. Ich mag diesen, ja, diesen Stoff einfach. Ich hoffe, ihr könnt ihn erkennen. Ja, hinten auch nochmal. Ja, ganz süß und dazu passt auf jeden Fall zusammen diese kurze Hose, ne? Hat auch vorne dieses Orangene und dann lasst ihr zusammen, dann ist der richtig cool, der kleine Mann. Ja, und dann habe ich jetzt hier natürlich in sämtlichen Farben Poloshirts gekauft, ne? Sogar rosa finde ich auch echt cool. Ich liebe auch Neonfarben an Noah. Also in, irgendwie in jeder Farbe, außer in Schwarz habe ich jetzt, außer Schwarz und Weiß habe ich jetzt Poloshirts geholt. Da gibt es ja diese schöne Aktion 3 für 2 bei H&M und dann habe ich dort Bodys gekauft. Ich habe letztens auch schon Bodys gekauft. Ich jage ja Bodys in 98. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht da draußen bei euren Kids, aber die 98 ist wirklich extremst vergriffen. Ja, da habe ich hier, das gehört zusammen, ist ein Set. Ganz normal Sternchen, hier auch nochmal Sternchen als Kurzarm. Und hier habe ich nochmal, ja, ganz normale Bodys, ne, ist jetzt nichts Besonderes. Ja, ach so, irgendwo habe ich noch 2 Bodys gekauft, die sind auch aufgebaut wie ein Poloshirt. Das heißt hier mit 2-3 Knöpfchen und dann mit einem Kragen. Die habe ich auch noch geholt, aber die habe ich schon gewaschen und die hat er auch schon angehabt. Die sind auch ganz toll von H&M. Ich liebe die Bodys von H&M, weil die sitzen super, die haben eine schöne Griffigkeit, die halten wirklich ewig. Und jetzt hat halt der Noah einen riesen Schuss gemacht und jetzt gibt es deswegen auch neue Bodys. Ja, und weil ich jetzt genug Bodys habe, dachte ich, ja, hole ich meiner Nichte mal auch mal eine kleine Überraschung. Und ja, jetzt sieht das natürlich meine Schwester. Auch irgendwie doof, ne? Aber jetzt bin ich damit angefangen. Ja, habe ich ihr auch noch mal ein Bodyset geholt. Total süß für Mädchen, ne? So, mit Herzchen. Und hier finde ich das so süß mit diesen, ja, mit diesen Puffärmelchen, ne? Und hier auch noch mal so abgesetzt. Aber ich finde, liebe Leute, die Mädchensachen sind auch so süß. Echt so toll. Und hier auch nochmal so ein Sommerbody. Auch ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ne? Leicht hier mit dieser transparenten, ja, das ist hier so, ja, so ein Muster halt, ne? Und auch mit diesen kleinen Puffärmelchen und hier der Kragen so schön, ne? Mit so Minispitze dran. Oh. Ja, das sind 2,90 € auf jeden Fall für meine kleine süße Nichte. Mhm. Habe ich ja das mal geholt, weil ich habe jetzt echt genug Bodys und ja, 3 für 2. Dann nimmst du natürlich nochmal ein Set mit. Ah ja, und natürlich noch eine coole Jogjeans für Noah. Ich stehe ja total auf die Dinger. Die hatte er schon, die gab es schon im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr. Und ja, die habe ich mir schon mal geholt in der Größe 92 oder 86. Ja, und jetzt habe ich die nochmal geholt in 98 und die ist jetzt irgendwie, glaube ich, teurer. 14,99 €. Die Zecken. Das war unser Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Klamotten gefallen euch. Und ja, schickt mir einen Daumen hoch und abonniert mich und besucht mich auch auf meinem Instagram, runninggirl_linda. Und da seht ihr immer, was ich
sportlich selber für mich mache und auch was ich koche, was ich esse, was ich zubereite. Ja, okay, dann sage ich tschüss und bye bye. Tschüss.